Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile, liebe Porsche 928 Freunde. Also bevor ich was über das Auto erzähle, möchte ich kurz mal zeigen. Also ich habe hier wirklich, das Auto ist zweiter Hand. Ja? Und zwar habe ich hier den alten Brief von dem Auto. Der Wagen wurde 1989 zugelassen an den Erstbesitzer, der steht hier. So, dann wurde dieser Brief irgendwann, daran erkennt man es ja immer, wenn du manchmal, oh, erste Hand und so, sagst du, aber da fehlen noch drei Briefe dazwischen, was ist denn da los? Dieser Brief wurde, Zulassungsbescheinigung Teil 1, wurde dieser, also der wurde eingezogen und der wurde ausgeliefert. UX 87 0024. Das ist, da steht wieder der erste Besitzer, hat einfach mal einen neuen Brief gekriegt, da, das ist derselbe. Der hat ihn 31 Jahre gehabt und dann hat ihn sein Freund gekauft. Und der gute Mann hat Fitnessstudios, liebe Grüße, by the way, hat mir auch gesagt, hier, da ist ein Schiffsmotor drin, das macht gar nichts. Der Wagen hat nämlich 270.000 gelaufen. Der läuft wie eine Eins, das kann man sich nicht vorstellen. Der ist, und der Hammer an dem Auto, ja, und jetzt kommt's, pass auf. Also erstmal ist das ja schon nicht so schlecht, ne? Also der Wagen ist definitiv zweiter Hand. Und jetzt, pass auf, jetzt komme ich. Erstmal habe ich hier alle Unterlagen, die man bekommt, so, und auch danach noch Porsche Classic Card und so weiter, alles hier gemacht. Aber, und das ist der Ober, wirklich Ober, also es ist fast nicht zu glauben, komplette Bordmappe natürlich, wie es sein soll, wenn ein Auto erste Hand ist. Das Ding ist Scheckheft gepflegt bis zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag. Hier, das ist das Scheckheft von diesem Auto. So, es geht hier, ich könnte jetzt jedes einzelne Datum aufzählen mit den Kilometern, es ist alles so sauber und so ehrlich. Letzte Inspektion 7.20, also bei 266.000 Kilometern. Also das Ding, immer alles gemacht an dem Auto, immer alles gemacht. Ich bin den 2 Tage gefahren, weil ich immer die Autos teste, die ich so bekomme und die ich selber, also ich habe ihn gekauft, das ist mein Auto, den verkaufe ich nicht im Kundenauftrag. An dem Auto ist nichts dran, alles funktioniert. Die Uhr geht, die Klimaanlage geht, das Radio funktioniert. Das ist so, ich hatte letztens schon mal solche Autos, die sind dann für weit über 30.000 Euro verkauft worden. Dieser hier ist günstiger, weil er eben halt ein bisschen mehr Kilometer hat. Aber es ist ein, ich habe schon, wenn man jetzt das sieht von innen, wie gepflegt das Auto ist, das kann ich gar nicht glauben. Da ist nichts, kommt nichts hoch in der Mittelkonsole hinten, wo das alles immer sich schon wälzt bei anderen Autos, die 80 gelaufen haben. Das Ding ist so sauber, das gibt's nicht. Und wer so ein Auto sucht, der muss sofort herkommen und den Wagen kaufen, weil was Besseres kriegst du nicht. Das sage ich ganz ehrlich, was Besseres kriegst du nicht. Das ist für überschaubares Budget, ist das ein Affe. Und dann schwarz-schwarz, deutsches Auto, volle Historie belegbar, Scheckheft gepflegt bis heute. So, jetzt habe ich genug gelabert, jetzt gucken wir uns das Ding an und dann kann man sich nochmal selber drin. Hier, 2 Schlüssel dabei, hier, guck, 2 Schlüssel hier noch drin. Also sowas sind so Kleinigkeiten, ja. Wenn man gleich da hinten in den Kofferraum guckt, da sieht man natürlich dann so ein Netz mit einem. Das ist so, der ist so liebevoll behandelt worden. Ja? Guck mal, das ist hier alles, bam, der ist ganz viel Erstlack. Ich glaube, er ist nur hinten lackiert, hinten rechts, weil er angeblich da zerkratzt gewesen war. Das glaube ich auch, solche Autos werden halt mal zerkratzt. So, ansonsten steht er hier in Erstlack. Und wir gucken gleich mal innen drin rein. Auch. Machen wir gleich, gucken wir mal hinten in den Kofferraum. Hier, das ist auch oft, das funktioniert dann nicht. Dann ziehst du einmal und dann geht die Bremse so. Hier ist alles so, wie es sein soll. Geht auf, zack, guck dir das an. Guck mal, wenn ich dann sowas sehe, da weiß ich schon, eieiei, das ist alles. Und wenn ich das jetzt hier aufmache und runterklappen würde, mache ich jetzt nicht, habe ich keine Lust, aber wenn ich es machen würde, komplettes Werkzeug dabei. Hammer, ja? So, dann lachst du schon, ne? Ich bin begeistert. Merkst du das, Thomas? Ein bisschen. Und guck mal hier, einmal so was, zack, so rein, wie geil das aussieht. Die Sonnenblenden hinten, ja. Kein Schiebedach, ganz wichtig für größere Leute. 928 mit Schiebedach, sehr flach. Wenn ich da sitze mit meinen Cabbies immer hier, da komme ich immer oben gegen. Aber wenn mein Freund Timo da hinten, der da gerade steht und zuguckt, der ist ein bisschen kleiner als ich, der kann auch mit Schiebedach fahren, ich nicht, weißt du? So, aber anyway, so, jetzt kommen wir hier und dann zack. Oft dreht das Ding nämlich zu weit und dann geht die Haube nicht mehr richtig zu. Hier, alles schmatzt da rein, sitzt gut. Der Spoiler, da ist nichts. Guck dir das mal an. Hinten, wie der aussieht, das ist doch
Thomas, sag doch auch mal was. Es ist Wunder. Sag doch auch nee, mal. Ist Hammer. Oder? Wie immer. Wir haben ja schon ein paar gehabt. Wenn du so begeistert bist, bin ich meistens auch begeistert. Ja, stimmt. Ich habe ihn noch nicht mal aufbereitet. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, den aufzubereiten. Was machen wir? Wir gucken mal in den Motorraum rein. Weißt du, bei 928er, die müssen funktionieren. Wenn die nicht funktionieren, habe ich auch schon gehabt, dann wird es richtig teuer. Dann hast du keinen Spaß. Da hast du keinen Spaß, das sage ich dir. Aber bei dem hast du Spaß, garantiert. Gut, 270.000 lassen sich nicht wegdiskutieren, aber die sind echt und ehrlich, weil besseres Checkheft kann man dazu nicht haben. Da können wir gleich drin gucken, da siehst du einige Autos mit viel weniger Kilometern, wo du denkst, ja super. Ne? Guck, das ist hier unser Aufladeding, das ist hier drin. Ja, so sieht ein Motor aus, ne? So muss er aussehen. Wunderbar. Und noch dazu, pass auf, jetzt komme ich. Da stand er, das da hinten ist Dreck, wir haben hier nichts weggewischt oder so. Nicht ein Tropfen Öl in dem Auto. Nicht ein Tropfen. Und ich habe Unterbodenbilder gemacht. Jetzt, ich erinnere, ich konnte es nicht glauben. Ich habe gesagt, der sieht so gut aus von unten. Ich muss die Bodenplatten abnehmen, um das zu zeigen. Da habe ich die Bodenplatten abgenommen, um dann echt fette Bilder dazu machen. Ja? Cool. So, ich glaube, Thomas, jetzt gucken wir rein. So. Komm. Jetzt guck mal hier rein. Also jetzt guck mal hier, das ist doch alles, das Cockpit nicht wellig. Alles astrein. Hier, und das ist, guck mal, auch so süß, hat er schön hier mit Klebeband drüber geklebt. Zack, hier ist er durch. Ja, 270.000 gelaufen. Aber nur hier ist er durch. So, das wird gemacht, die Sitzwange mache ich neu. Wird angepasst, das sieht man dann nicht mehr. So, und dann kriegt man den so auch innen, weil die Sitze sind an sich, die haben nur Patina. Und das hier alles, da ist nichts, kein Riss, kein gebrochen, die Dinger nicht, hier klebt nichts, hier ist alles tipptopp, Radio geht, alles gut. Ich finde den so geil, sage ich dir ganz ehrlich, ich finde den so geil, fast überlegt, ob ich den behalte, ehrlich gesagt. Aber anyway, will ich mir ja abgewöhnen, deswegen verkaufe ich ihn natürlich. Ich fahre eine Runde und ich freue mich drauf. Geht los? Mehr geht nicht, ohne Spaß, mehr geht nicht. Ich freue mich für den, der den Wagen kauft, echt, weil der kauft ein richtig tolles Auto. Insofern würde ich sagen, rein in die Halle und ich mache hier mal Schluss. Ja? Wir sagen mal Dankeschön fürs Zuschauen, Wetzel Automobile. Abonnieren Sie gerne meinen Kanal bei YouTube, freue ich mich. Dann habe ich wieder einen mehr, der zuguckt und ja. In diesem Sinne, Dankeschön und gerne, wenn Sie mal in der Nähe sind, kommen Sie gerne vorbei. Ich finde immer, hier gibt es immer schöne Autos zu sehen. Ja? Und Aufbereitung gibt es ja auch schöne, wenn man das möchte. Also, Dankeschön, tschüss.